sitze gerade auf meiner Couch in meinem Zimmer im Predigtstuhl-Ressort. Und wohlgemerkt, heute ist der 29.05.2020 und ich bin in Bayern. Sprich, eigentlich darf ja noch gar kein Hotel aufhaben. Die machen nämlich erst morgen auf, zwecks Corona. Allerdings bin ich ja beruflich hier. Ich drehe ja für YouTube, von daher ist das eigentlich kein Problem. Und habe meine Buchung ganz entspannt vorgenommen und bin dann heute Nachmittag losgefahren, ganz zuversichtlich, und habe mich gefreut, hierher zu kommen. Als ich dann hier unten auf den Parkplatz gefahren bin, habe ich mir gedacht, okay, irgendwie sind sehr, sehr wenig Autos da, es ist alles ein bisschen dunkel. Ich meine, gut, eigentlich dürfen ja nicht viele Leute da sein, außer ein paar Arbeiter, aber trotzdem war es schon ein bisschen komisch. Bin dann zur Eingangstür gegangen und habe dran gerüttelt, die ging leider nicht auf. Und dann habe ich auch gemerkt, dass da ein riesen Zettelkrieg an der Tür hängt, von Notrufen über Paketdienstinformationen, alles Mögliche, aber eigentlich nichts für Hotelgäste. Dachte mir, okay, vielleicht ist es ja doch ein Hintereingang. Und ich habe den Haupteingang nicht gefunden, bin mit dem Auto nochmal um das Ressort rundum gefahren, dachte mir so, okay, da war nirgends ein Eingang. Also habe ich nochmal auf meine Buchung geschaut und eigentlich Buchung war für heute, habe auch eine Nummer gefunden und angerufen. Allerdings konnte ich da keinen erreichen, also bin ich zurückgefahren zu dem Eingang. Zumindest ich dachte ja, dass es der Eingang wäre. Und habe mir den Zettelkrieg nochmal angeschaut und auch eine Telefonnummer gefunden und dann nochmal angerufen und dann ging der Hausmeister dran. Der war auch sehr nett und hat mir dann geholfen, auch Kontakt zum Personal aufzunehmen, und die haben mir dann ein Zimmer organisiert. Das war alles ein bisschen chaotisch, hat aber funktioniert, denn tatsächlich hätte das Hotel erst morgen aufgemacht, nicht heute, und es war eine Fehlbuchung von Booking.com. Aber im Endeffekt hat alles gut funktioniert, ich habe ein Zimmer gekriegt, Personal war sehr, sehr nett. Allerdings hätte ich all-inklusiv gebucht. Es ging nicht, weil die Bars und die Restaurants hatten ja zu. Ich meine, es ist ja keiner da außer mir. Warum sollten die für mich extra öffnen? Heißt, ich musste losziehen. Es war so 8:30 abends bereits, hat ein bisschen gedauert. Und mir ein Restaurant suchen. Hab dann so oben am Berg aus dem Augenwinkel noch so einen kleinen Italiener gefunden. Hab da vorbeigeschaut und glücklicherweise hat er noch offen. Ich durfte allerdings nur To-Go mitnehmen, also habe ich mir was bestellt und dabei gewartet. Bin dann zurückgefahren mit meinen Spaghetti alla Olio, in Zuversicht, sie zu essen. Hier ist nämlich auch eine kleine Küche drin. Allerdings, als ich die Schränke aufgemacht habe, habe ich festgestellt, ich habe genau ein Messer und 3 Teelöffel. Allerdings keine Gabel. Also ich habe dann mit einem Teelöffel meine Spaghetti gegessen. Es war sehr abenteuerlich, aber da ich inzwischen auch schon sehr Hunger hatte, trotzdem sehr lecker. Werde ich bestimmt so auch nie wieder machen, aber im Endeffekt musste ich nicht verhungern. Und auch meine Getränkeversorgung besteht heute aus einer Flasche Mineralwasser und einer Flasche Spezi. Der Italiener war nämlich so nett und hat mir aus seiner Kühlung von seinem eigenen Zeug noch was mitgegeben. Da ja um 9 Uhr abends schon die ganzen Geschäfte zu hatten. Somit habe ich für heute gegessen, ich habe was zu trinken. Das Hotel ist absolut leer, heißt, ich bin alleine hier, es wird langsam dunkel. Ich bin gespannt, wie es morgen aussieht, ob dann der große Ansturm kommt, wenn dieses Hotel wirklich aufmachen darf, ob dann plötzlich sehr, sehr viele Leute da sind oder ob es eher langsam zugeht. Ich bin sehr gespannt.